Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich freue mich heute sehr drauf. Wir haben quasi eine kleine Premiere, denn wir hören heute bei Bia rein. Die kennen wir alle schon spätestens hier in Deutschland seit Bamba. Aber eigentlich mache ich ja wenige Reactions auf nicht deutschsprachige Künstler und Künstlerinnen, aber ich möchte damit gerne ein bisschen anfangen, weil nachdem Linkin Park den Song Lost released hat, haben sich unfassbar viele von euch eine Reaction gewünscht. Ich hätte auch gerne eine gemacht, ich habe den Song aber direkt nach Release gehört, weil ich auf jeden Fall auch ein Special Place für Linkin Park in meinem Herzen habe. Deswegen habe ich den leider schon ohne euch gehört, aber da habe ich so ein bisschen nochmal drüber nachgedacht, ey, wir könnten actually mal öfter bei nicht deutschsprachigen Leuten reinhören. Und ja, das habe ich vor. Deswegen schreibt mir gerne, was ihr von der Idee haltet. Wir haben heute auf jeden Fall den ersten internationalen Release mit Bia am Start. I'm the Bitch heißt der Song. Link zum Original ist ganz oben in der Beschreibung. Ist super frisch rausgekommen, Freunde, ja. Von daher freue ich mich umso mehr reinzuhören. Ich habe Bia so ein bisschen verfolgt, also ich habe so durch Bamba sie kennengelernt logischerweise und danach halt so ein bisschen ihren älteren Stuff reingehört. Ein paar Sachen haben mir sehr gut gefallen, ein paar Sachen nicht ganz so. Ich muss aber sagen, ich mag ihre Attitude richtig gerne. Sie ist einfach so ein Character, checkt ihr, und ich mag ihre Stimmfarbe sehr gerne. Ja, ich bin gespannt, wir hören rein, ich freue mich drauf. Let's go! Boah, das könnte gut knallen. Das könnte gut knallen. Also das, was ich eben meinte, ich finde, sie hat so eine ultra angenehme Stimmfarbe, dass man ihr gerne zuhört, dass es irgendwie, es passt einfach. Ich hoffe, dass es in der Hook noch ein bisschen mehr knallt gleich. Mir fehlt so ein bisschen noch dieser Wumms, vielleicht auch im Beat, dass es noch so ein bisschen knalliger wird. Aber bis jetzt noch bad, not bad. Ey, diese, was auch immer sie da auf den Gesichtern drauf haben, das sieht sehr, sehr aus wie die alte Maske von Sido. Achtet mal drauf gleich. Sorry für die Störeffekte gerade. Checkt ihr, das sieht so ein bisschen aus wie diese alte Maske von Sido. I'm addicted to money and power. And we smoking your high like a grabber. I'm a top bitch, I'm an alpha. I'm addicted to money and power. She's a bitch. The way I lift that shit on ready, don't it? Sis. Oh, ich hätte mir echt gewünscht, dass es jetzt noch ein bisschen mehr knallt. Dass irgendwie, dass sie noch ein bisschen lauter wird oder der Beat noch ein bisschen massiver wird. Ey, Hook ein bisschen disappointing. Ein bisschen disappointing in der Hook. Da fehlt mir der Wumms. Da fehlt mir einfach der Wumms drin. Yeah. Wisst ihr, dass er sich noch so ein bisschen mehr abspaltet vom restlichen Song, soundtechnisch. Ich bin gespannt, zweiter Part. Oh. Starker Einstieg. Oh, okay, zweiter Part viel stärker jetzt schon als der erste Part, muss ich sagen. Hook hat mir leider gar nicht so gefallen, da fehlt der Knall, da fehlt der Wumms irgendwie drin. Checkt ihr, da brauche ich ein bisschen mehr, dass es noch lauter wird irgendwie, aber ist auch nur mein Personal Taste. Erster Part war not bad, aber der zweite Part knallt jetzt schon viel mehr. Da ist direkt mehr Action drin. Boah, zweiter Part sehr, sehr stark, finde ich. Zweiter Part wirklich unfassbar stark. Boah, ich finde auch, das ist das, was ich meinte, so ihre Attitude, ihre Aura, so ihr Charakter, der sie ist, da kommt im Musikvideo auch ultra gut rüber. Ist jetzt nicht das krasseste Musikvideo, es ist einfach so relativ simpel gebaut, bla bla bla, sieht aber gut aus, erfüllt den Zweck auf jeden Fall. Aber zweite Part richtig, richtig stark, wirklich unfassbar stark, finde ich. Von allem, vom Textlichen her, vom Flow, vom Vibe. Okay, Ende fühle ich auch. Aber ich muss sagen, Hook wäre geiler gewesen, wäre es noch ein bisschen lauter gewesen.
Hat's ein bisschen geknallt in der Hook noch. Okay, ey, aber war sehr stark auf jeden Fall. War sehr stark. Der zweite Part hat es auf jeden Fall nochmal richtig, richtig rausgeholt, finde ich. Der erste Part war noch bad. Der zweite Part war geisteskrank, finde ich. Das war einer der besten Parts von ihr, die ich gehört habe, einfach. Ich muss dazu sagen, ich habe auch nur so 4, 5 Songs gehört, okay? Ich habe jetzt nicht ihre ganze Diskografie durchgeballert. Aber die Hook hätte ich mir mehr gewünscht. Hook hätte ich mir mehr gewünscht. Hätte es ein bisschen mehr geknallt. Aber ansonsten, der zweite Part war sehr, sehr stark, finde ich. Musikvideo war, wie gesagt, outfit-technisch, Make-up-technisch. Und so ist das krass, gerade so, was ja außerhalb Deutschland. Wobei wir mittlerweile in Deutschland auch wirklich, wirklich, da bin ich auch so stolz und so froh einfach, dass wir so geile Qualität auch in Deutschland mittlerweile haben. Aber man sieht natürlich trotzdem, dass es teilweise immer noch Next-Level-Shit, was außerhalb von Deutschland hier am Start ist. Ey, ist auf jeden Fall ein Track für meine Playlist, würde ich sagen. Auch wenn die Hook mich so ein bisschen disappointed hat vielleicht. Allein für den zweiten Part. Der Einstieg im zweiten Part und dann der ganze zweite Part ist geisteskrank gut, finde ich. Ja, lasst mir eure Meinung zu dem Track gerne in den Kommentaren da. Ansonsten auch, wie gesagt, gerne sollen wir öfter nicht deutsche Sachen abchecken. UK-Rap, englischen Stuff, amerikanischen Stuff. Wie auch immer, schreibt das gerne rein. Ansonsten, ja, war das jetzt hier die allererste quasi internationale Reaction seit langem auf diesem Channel. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag, Freunde. Ja, checkt auf jeden Fall noch die nächsten Reactions ab, die kommen wahrscheinlich. Ich bin aktuell wahrscheinlich gerade auf einem Konzert zu dieser Zeit, wenn es online geht, I guess. Ich weiß nicht, heute Nacht kommt noch was online bestimmt, ansonsten morgen früh nach dem Aufstehen könnt ihr die Videos enjoyen. Habt einen wunderbaren Tag, Freunde, ja, bleibt so fresh und gut aussehend wie immer und ciao.